3, 2, 1. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video, meine lieben Freunde. Die wichtigste Info erstmal zu Beginn. Um 14 Uhr geht's los mit einem wunderbaren Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Und es wird heute euch noch ein zweites Minecraft-Video erwarten, denn es ist ein neues Projekt gestern gestartet. Ich habe es leider nicht geschafft, gestern mein Video zu diesem Projekt aufzunehmen. Deswegen kommt heute mein erstes Video zum Projekt. Und ja, ich denke, das wird euch auf jeden Fall gefallen. Ich habe ja schon mal ein bisschen erzählt, worum es da geht. Und jetzt erzähle ich erstmal, was ich hier eigentlich gerade mache und worum es hier geht. Denn ich befinde mich gerade auf dem Minecraft Legend Bauserver, wo das Startgebiet der Zwerge gebaut wird. Und ich wollte jetzt gleich mal so ein bisschen was zu Minecraft Legend erzählen und euch mal zeigen, was ich so mit den Bildern in wenigen Stunden auf diesem Server aufgebaut habe. Und das ist echt nicht ohne, Leute. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich krass, was wir hier gemacht haben. Ja, also zuallererst einmal, liebe Freunde, wenn ihr natürlich jetzt Bock haben solltet, weil ihr findet, dass das hier alles richtig krass aussieht, mitzumachen, ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns im Team bewerben. Wir suchen eigentlich noch alles bis auf Supporter. Link zur Bewerbung befindet sich ganz oben fast in der Videobeschreibung, ja. Da könnt ihr einfach drauf gehen, das ist ein Formular, das füllt ihr aus und seid am besten auf eurer E-Mail oder in eurem Discord, den ihr dort eintragt, aktiv, denn ihr werdet auf jeden Fall in kürzester Zeit kontaktiert. So, und wie ihr ja wisst, sind wir an Minecraft Legend am Arbeiten. Wir können allerdings nicht versprechen oder sagen, ob dieser Server jemals online geht, weil das ist echt ziemlich, ziemlich viel Arbeit, was wir hier noch vor uns haben. Und momentan ist es so, dass ich im Livestream regelmäßiger mit dem Bauteam gemeinsam an Minecraft Legend arbeite. Und das macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Also die Leute, die im Livestream immer wieder zuschauen, die sind auch mit am Start. Und ich fliege jetzt hier einfach mal so langsam ein bisschen rum. Und dann kann ich ja mal ein bisschen was dazu erzählen, wie es jetzt mit Minecraft Legend aussieht und wie vieles geplant ist. Also, zu Minecraft Legend selbst erstmal, weil das ist die Frage, die die meisten Leute immer wieder stellen. Nein, der Server wird kein Geld kosten, um drauf spielen zu können. Wir wollen von diesem monatlichen Abonnement, was man früher haben musste, weggehen. Das war ein Feedback, was von euch Spielern sehr häufig reinkam. Ich will jetzt nicht sagen, das war eine Kritik, weil viele haben einfach nur gesagt so, ey yo, ich würde voll gerne diese 5 Euro bezahlen, aber ich habe das Geld einfach nicht dafür. Und wir haben uns jetzt gedacht, okay, wir möchten gerne jedem ermöglichen, dass er Legend spielen kann. Wir haben andere Methoden gefunden, wie wir diesen Server jetzt finanziell gestemmt bekommen, in Form von diesen Zaubern, die wir zum Beispiel schon früher hatten, ja, oder irgendwelchen Cosmetics, die wir im Shop anbieten. Und deswegen schauen wir einfach mal, wie gut das Ganze läuft, ne? Wir werden den Server auf jeden Fall, wie gesagt, kostenfrei anbieten. Allerdings ist natürlich eine Sache jetzt schon fest in Stein gemeißelt: Wenn der Server voll ist, ist er voll. Und nein, wir möchten auch keine VIP-Ränge anbieten, das heißt irgendwie einen Rang in Form von, jo, wenn du den Rang gekauft hast, kommst du immer auf den Server drauf, auch wenn der voll ist, weil damit bringen wir uns auch selbst in die Position, dass wir euch immer gewährleisten müssen, dass ihr spielen könnt, und das möchten wir nicht mehr so machen, dass wir nachher dann die Problematik haben, dass sich Spieler beschweren, sagen, jo, ich habe jetzt hier mir einen Rang gekauft und ich möchte jetzt aber gerne auf dem Server spielen können und kann das nicht, weil der Server nicht da ist, das ist kacke, doof. Und bla bla bla, ja, ihr wisst Bescheid, da haben wir gar keine Lust zu und deswegen bieten wir sowas wie Ränge wahrscheinlich nicht an, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, bautechnisch geht es schon gut voran. Ich zeige euch jetzt erstmal ein bisschen was, was schon gebaut war und danach gehen wir mal dahin zu dem, was wir jetzt seit, ich glaube, Samstag geschafft haben. Also wir haben Samstag, nee, Freitag haben wir gebaut, Freitag. Und Sonntag haben wir sehr viel gebaut hier an der Karte. Also ich würde jetzt sagen insgesamt 10 Stunden oder so. Und da kann ich euch gleich mal zeigen, was wir da so gemacht haben in der Zeit. Das ist auf jeden Fall schon einiges. Also das Bauteam hat schon echt gut Gas gegeben. Und die Motivation in unserem Team ist sehr, sehr hoch. Und ich glaube, dass sich sehr viele Leute freuen würden, wenn wir das hier mit dem Legend-Server gepackt kriegen. Deswegen also, ich sag mal so, die größte Unterstützung, die ihr uns geben könnt, ist natürlich, wenn ihr euer Interesse an diesem Server behaltet, ja, und immer wieder euch dafür interessiert, wie es mit dem Server vorangeht. Und wenn ihr natürlich Bock habt, dass ich jetzt öfters mal auf YouTube hier Videos bringe von dem, was wir geschafft haben zu bauen, ja. Deswegen mache ich heute mal ein Video, wo ich so ein bisschen die Karte abfliege. Aber in Zukunft würde ich dann immer so Update-Videos machen, wo ich euch einfach mal zeige, wenn wir größere Fortschritte gemacht haben beim Bauen, was wir so alles geschafft haben, bauteamtechnisch. Ja, dann könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Also ihr seht es auf jeden Fall schon echt ziemlich, ziemlich heftig aus, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Also das Bauteam hat hier schon echt einiges auf die Beine gestellt, muss man mal so sagen. Ja,
Guckt euch das einfach mal an. Alleine schon hier unten dieser See. Ich finde, das sieht so schick aus hier, ne? Das ist echt cool gemacht alles. Ah, jetzt können wir mal hier langfliegen. Gleich kommt einer meiner liebsten Spots auf dieser Karte. Also wie gesagt, das hier ist das Startgebiet der Zwerge. Es wird jetzt nicht wie früher nur diese vier Völker geben. Zwerge, Menschen, Elfen und Zandaren. Da hat sich das Konzept ein wenig geändert. Denn ich sag mal so, was nicht, was kein Geheimnis ist, wir lassen uns sehr stark von dem MMORPG World of Warcraft inspirieren. Und ich habe das auch schon öfters im Stream gesagt, wir möchten gerne, wenn die Leute hier auf diesem Server spielen, dass sie so ein bisschen dieses Feeling haben, was sie früher bei World of Warcraft hatten. Und da arbeiten wir sehr, sehr stark dran, dass wir zum Beispiel mit unseren Gebieten eine tolle Atmosphäre schaffen. Ja, dass die bautechnisch echt beeindruckend aussehen und schön sind. Und deswegen geben wir uns da super, super viel Mühe, auch gerade mit der Landschaftsgestaltung und allem drum und dran. Ich kann ja jetzt gleich mal ein Stückchen höher fliegen, dann seht ihr das auch mal, wie die Landschaft so von oben aussieht. Und das ist schon echt ziemlich schön gemacht alles hier. Das sieht sehr, sehr stimmig aus, sehr atmosphärisch alles, ja. Und ja, wie gesagt, es gibt nicht mehr diese vier Völker, es gibt jetzt zwei Fraktionen, ähnlich wie Allianz und Horde in World of Warcraft. Bei uns sind das die Wächter und die Zerstörer, also zu Englisch Guardians und Destroyer. Und bei den Wächtern spielen die Elfen, Menschen, Zwerge und Zandaren. Und bei den Zerstörern gibt es die Völker Orks, Untote, Waage und Dunkelelfen. Und ja, die bekämpfen sich gegenseitig. Ich kann auch ein bisschen zur Story erzählen. Und zwar die Story, die setzt nach den Geschehnissen von Minecraft Legend Awakening ein. Ja, das heißt also, nach den Geschehnissen, wo noch sich Elfen, Menschen, Zwerge und Zandaren bekämpft haben. Hier haben wir übrigens eine richtig nice Burg. Und die Story ist folgende halt einfach. Der Weltenbaum, könnt ihr euch ja vielleicht noch dran erinnern, ne? Oder der Baum des Ursprungs, so haben wir ihn immer genannt. Wo man damals sein Volk ausgewählt hat und so. Der ist in einem Kampf zwischen Alkata, dem Gott des heiligen Feuers, und Angus, dem Gott der Dunkelheit, zerstört worden. Und aus diesem Baum des Ursprungs strömt jetzt eine mysteriöse Macht, das Äther. Und die Völker der Zerstörer, die wollen sich das Äther zu Nutzen machen für ihre Magie und zum Antreiben von Maschinen. Und die Wächter sagen, nö, wir dürfen diesen Baum, also wir dürfen den nicht, wir dürfen dieses Äther nicht ausschöpfen. Das ist quasi die heilige Macht des Baums und die braucht der Baum, um sich wieder zu erholen. Und wenn wir jetzt diese Macht aufbrauchen, dann wird unsere Welt irgendwann kaputt gehen, ja. Und deswegen bekämpfen sich auch beide Fraktionen, weil die einen wollen sich das zu Nutzen machen, diese mysteriöse Macht. Und die andere Fraktion sagt, nein, das dürfen wir nicht. Und deswegen entstehen, ja, da so Kämpfe, was das angeht. Und ich denke, das ist auch schon mehr als genug gespoilert von der Story, ja. Also, was den Rest angeht, das werdet ihr dann nach und nach erfahren, wenn ihr dann irgendwann mal vielleicht hier auf dem Server spielen könnt. Also, es wird hier in jedem Gebiet haufenweise von Quests zu erledigen geben. Ja, das wird nicht mehr so, wie früher das Legend war, dass man einfach quasi seine Bauwelt hat und seine Farmwelt. Das beides gibt es nicht mehr, weil das ist einfach zu performancefressend und so. Wir bauen jetzt komplette Gebiete. Ähnlich wie in World of Warcraft kann man sich das vorstellen. Ihr geht von Gebiet zu Gebiet, levelt euch hoch. Es wird aber auch sowas wie Grundstücke und Wohnungen geben, die man pachten kann, wo man dann ja regelmäßig jeden Tag ein paar Goldmünzen für die Pacht zahlen muss. Und da kann man sich einrichten oder ein Häuslein bauen, ja. Und ja, dann wird es halt ein sehr, sehr umfangreiches Berufesystem geben, wo ihr haufenweise zu tun haben werdet. Wir haben geplant, Instanzen mit richtigen Bossen zu bringen. Es wird ein richtiges Klassensystem geben für die verschiedensten Rollen. Das heißt Melee, Fernkämpfer, Tank und Healer. Und es wird auch zum Beispiel eine Magierklasse geben und so. Also da ist alles Mögliche geplant. Da könnt ihr euch drauf einstellen. Ja, und ihr seht auch schon, ne, das sieht schon echt heftig beeindruckend aus, was das Bauteam hier auf die Beine gestellt hat. Und jetzt nähern wir uns dem Bereich, ja, wo wir ab Freitag gebaut haben. Und zwar ging das dann hier los, bei diesem See. Da war alles noch kahl hier. Und jetzt werdet ihr mal sehen, was hier so, ja, in wenigen Stunden auf dem Server passiert ist. Und ich weiß nicht, vielleicht werden wir auch heute wieder im Livestream auf dem Server bauen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. www.twitch.tv/gtimetv, wie ihr das gerne möchtet, ja. Und dann seht ihr auch schon mal hier die Landschaft, ne. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich beeindruckend. Das sieht schon echt cool aus, ja. Hier hinten ist auch noch eine Höhle hinterm Wasserfall. Die hatte ich im Livestream angefangen zu bauen und die haben sie gestern so ein bisschen fertiggestellt, das Bauteam. Ich würde sagen, da fliegen wir jetzt auch mal kurz rein. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal hier schön an, das Spektakel,
wie das hier in der Höhle aussieht. Das soll so eine mysteriöse Höhle sein mit Diamanten drinne und die überflutet ist und alles. Also richtig, richtig schick das Ding, ja. Ihr seht es auch schon hier. Die sieht auf jeden Fall schon echt ordentlich aus. Jetzt kommen wir in den großen Hauptraum mit so einem kleinen Jump'n'Run. Ne, also hier wird es auf jeden Fall auch ein paar Quests zu erledigen geben. Also ihr seht schon, sehr stimmig das Ganze, ne? Ich finde, die Atmosphäre ist richtig, richtig gut hier auf der Karte. Gefällt mir sehr gut. Ich bin schon gespannt auf das nächste Gebiet, was ihr sagen werdet, wenn ihr das anfangt zu bauen. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil wir sind jetzt mit der Karte hier, kann man sagen, knapp zur Hälfte fertig. Da fehlt auf jeden Fall noch ein großes Stück. Und deswegen, ja, kann das sein, dass das jetzt noch ein, zwei Wochen dauert, bis wir mit der nächsten Karte anfangen. Und jetzt kommt hier das nächste Dorf. Und das sieht schon echt krass aus. Ich finde, das ist richtig, richtig geil. Auch von der Idee her mit diesem riesigen gefrorenen See hier. Ja, das ist quasi das nächste Dorf. Da sind wir jetzt aktuell auch dran am Arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir das heute zum Großteil fertig zu bekommen. Wäre auf jeden Fall eine nice Sache. Ja, hier, da geht es auch nochmal hier auf diesen Bergebenen bis nach hier oben. Da sind nochmal ein paar größere Häuser mit ein paar Marktständen und so. Das sieht auf jeden Fall schon richtig schick aus. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze hier so findet, was ihr hier so zu sehen bekommt. Ja, euer Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr euch bewerben wollt, der Link zum Bewerbungsformular ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch jederzeit, wenn ihr wollt, drüber bewerben. Fürs Bauteam müsst ihr keine 18 Jahre sein und eine NDA unterzeichnen. Das haben wir rausgenommen. Ja, das Bauteam, das heißt also, ihr könnt euch ab sofort bewerben, auch wenn ihr keine 18 Jahre seid. Ihr solltet mindestens 15 Jahre sein. Das ist so der Altersdurchschnitt bei unserem Bauteam. Da achten wir auch sehr drauf, dass das Ganze so ein bisschen sich erwachsen hält. Und ihr solltet auf jeden Fall ordentlich Zeit und Motivation mitbringen. Ja? Wer jetzt hier sagt, yo, ich will ins Bauteam, hat aber gar keine Zeit zu bauen und regt sich dann auf, wenn er wieder rausfliegt, ne? Ist dann selber schuld, Leute. Also ihr seht, wir stecken hier sehr viel Zeit und Herzblut rein. Und das erwarten wir auch von den Leuten, die versuchen wollen, in unser Team zu kommen. Denn ja, wir haben auf jeden Fall Bock. Wir möchten einen richtig geilen Server auf die Beine stellen und dafür brauchen wir auch vernünftige Leute. Und dann würde ich auch sagen, das war's doch schon gewesen. Ja, ihr habt jetzt mal so ein bisschen die Karte gesehen, einen Eindruck davon bekommen. Wenn ihr Bock habt auf regelmäßige Updates zu der Karte, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare und ansonsten lasst gerne Feedback und eine positive Bewertung da und nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke, den Glocke an Ehrenmann und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein, tschüss zusammen, macht's gut, kommt gut in die neue Woche rein.